gibt es schon wieder einen Auftrag. Es gibt hier unendlich Aufträge, das finde ich richtig geil. Ich habe deine Notiz gesehen, Yazir. Wer ist dieser Sabit? Sollte er euch Medizin besorgen? Ja, er hat uns jede Woche frische Kräuter gebracht. Wir haben allerdings schon viel zu lange nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß, er könnte tot sein. Aber du kennst den Mann nicht. Bei ihm ist alles möglich. Er wollte ein Gesichtsloser werden und würde sich nicht einfach so umbringen lassen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo ich nach ihm suchen sollte? Und was ist mit dem Fieber? Ihr braucht immer noch Kräuter, oder? Er lebte in einer Hütte auf dieser Felseninsel. Und ja, dort hat er seine Medizin aufbewahrt. Ich würde sagen, den machen wir gleich. Wenn etwas Sabit erwischt hat, solltest du es nicht unterschätzen. Den Auftrag werden wir gleich machen, aber zuvor geben wir den überhaupt ab hier. Sag mal, dieser Sabit, was hat er vor dem Ausbruch gearbeitet? Er war Förster. Ein stolzer und mutiger Mann. Er sagte immer, er ziehe die Gesellschaft von Tieren der von Menschen vor. Ja, ich kenne solche Typen. Dann war er der perfekte Gesichtslose? Nein, das kam erst später. Er war zuerst kein Gläubiger. Erst als die Mutter ihn gesegnet hatte, entschloss er sich, ihr nach Kräften zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und da fing er an, euch Medizin zu bringen? Er kümmerte sich um die Bedürfnisse unserer Gemeinschaft, ja. Und er lebte weiter in der Hütte? Das ist aber eine ziemliche Entfernung, besonders zu Fuß. Und genau deshalb war Sabit etwas Besonderes. Er hatte vor nichts Angst, weder vor den Monstern noch vor der Dunkelheit. Nee, ein taffer Mann halt. Er lief nachts in der Gegend herum, als wäre es nichts. Der schmale Grat zwischen Mut und Wahnsinn, hä? Na, okay. Wir sollen Sabit suchen. Ich suche mir jetzt diesen Quest hier schnell. Zwei getrennte Wege, aber wie gesagt, zuvor werden wir das eine da abgeben. Irgendwo haben wir nämlich da was. Genau, das da, das werden wir nur schnell abgeben. Wenn ich schon mal da bin. Zack. Ja, sehe, was ist denn bloß los hier? Wir hatten keine Ahnung. Alles schien in Ordnung zu sein. Und dann wurden die ersten krank. Ich hatte gehofft, du wüsstest etwas darüber. Tu ich aber nicht. Aber ich kann versuchen herauszufinden, was vor sich geht. So, das Quest geht anscheinend weiter, oder? Nee? Springen Sie mit als hier. Jo, dann würde ich sagen, wir machen dieses Quest weiter. Also Quests kriegen wir hier wie Sau. Aber das ist in Ordnung, das passt schon so. Hier gibt es noch viel zu tun. Wir haben noch viel Dying Light vor uns. Es ist sau schwer geworden, dieses Game. Das fordert dir alles, Leute. Also ohne Scheiß, das ist so schwierig. Aber ich will da nicht jammern oder so, nicht falsch verstehen, sondern ich will nur damit sagen, es ist irrsinnig geil. Es ist einfach geil. Was ist das da? Achso, das ist die Prämienwand. Okay. Es ist irrsinnig geil geworden. Also, es ist schon wie ein vollwertiges Game, kein DLC. Wir sollen zur Pumpstation. Mal schauen, wie weit die ist. Was ist das da? Zufällige Begegnung. Ja, die könnte man machen. Machen wir die schnell, bevor sie wieder abhaut. Zufällige Begegnungen haben ja den negativen Touch, dass sie immer gerne weg sind. Oh, Vetter. Ah, dem müssen wir helfen, glaube ich. Ich gehe mal da rauf, weil ich brauche ein bisschen Übersicht. Brauche ein bisschen Übersicht. Dem soll man helfen da. Das kriegen wir hin. Oh! Oh, den Hammer. Lass ihn in Ruhe. Ah, dem müssen wir auch noch helfen. Kein Problem. Gern geschehen. Ich helfe immer gerne. Oh nein! Wow. Ah, scheiße! Ey, dem fetten, der ist mal schon am Arsch gegangen vorher. Da brauchst 100.000 Dinger zum Heilen. Hey, der Einzige, wo du sicher bist, ist da oben und nicht mal das. Wie soll ich denn... Ja! Beruhigen wir uns! Ja, ist klar. Nee, ist ja so klar. Da willst du mich verarschen, Junge. Ey, lächerlich. Normal haut man den da um, ey. Ah, ich brauche was anderes. Ah, Molly wird mir denen auch nicht viel helfen. Brenn, du Arschloch. So, wisst ihr was? Wir machen hier Fernkampf, weil der Typ ist einfach lächerlich. Lächerlich schwer, der ist wirklich so hardcore. Sonst brauchen wir das nicht benutzen, so.
Wow. Ich versuche den jetzt hier mit Fernkampf zu machen, weil alles andere ist ein bisschen seicht. Nein! Ach, fick dich doch, du Arschloch! Ey, ist das ein Wichser, ey. Sorry, aber ey, so ein Wichser, der Fette. Jetzt kommen wir wieder nicht rauf. Er ist sicher noch nicht tot. So, wir müssen wieder was ausrüsten. Was habe ich denn noch hier? Sonst habe ich fast nichts. Böller habe ich, ne? Mit Böller kann ich nichts anfangen. Nee, das auch nicht. Molotow kann ich ihm nochmal raufhauen und dann war's das. Mehr habe ich nicht. In der Hoffnung, dass das was bringt. Gehen wir in Deckung hier hinten. Arsch. Der Typ ist so hardcore. Der Typ ist so hardcore. Sprengpfeile, ja, das könnte ich nehmen und dann den Bogen dazu, das müsste funktionieren. Stahlbolzen, hm. Für den Bogen. Ich habe die beste Ausrüstung, weit und breit. Ja, Sprengbolzen kaufe ich jetzt, aber den Rest, den kannst du hier nicht brauchen. Munition hat auch keiner von denen, ey. Hat's nicht geheißen, man kann hier Munition kaufen, es ist wieder Nacht. Na, super. Wo ist mein Bett? In der Nacht mache ich gar nichts, das ist sinnlos. So, einmal Tag bitte, danke. Ja, Leute, sowas kann einem so am Piss gehen, ey. Die haben das unmöglich gemacht. Ich wüsste nicht, wie man den schaffen soll. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bitte auch darum. Schreibt's, was ist hier? Ich bitte auch darum, schreibt's mir in die Kommentare. Wie soll man dieses Arschloch schaffen, ey? Der ist nicht möglich. Ich kann ihn nicht so dieses weg... Oh, das geht's gerade nicht. Wieso kann ich nicht kicken? Ja, kicken geht nicht in der Safe-Zone. Ich kann's nicht mal zeigen, ey. So, kicken kann man ihn nicht. Ja, schlagen kann man ihn nicht. Wie soll ich ihn denn dann platt machen? Er ist feuerimmun. Wieso ist denn eigentlich schon wieder Nacht? Ich bin doch geschlafen, ey. Hier funktioniert gerade gar nichts. Bullshit einfach nur. Ah, haben wir mal Tag, super. Gib mal so einen Piss, der Typ, ey. So eine fette Sau, ey. Ich hasse es, wenn etwas nicht machbar ist, hä? Das ist dann einfach nur lappenhaft. So. Suchen wir irgendeinen Auftrag, weil das ist lächerlich. Also sowas mache ich gar nicht mehr. Wenn so ein Dicker da ist, dann scheiße ich drauf in Zukunft. Ich werde es nicht mehr machen, weil das bringt nichts. Der ist unbesiegbar. Ich wüsste nicht, wie man den besiegen soll. Das kannst du vergessen. Also hat sich für mich erledigt. Da brauche ich Erste-Hilfe-Pakete ohne Ende und schaffen tut man erst nicht. Also sinnlos einfach nur. Oh, Munition haben wir auch, aber sehr wenig. Wo kriege ich denn scheiß Muni hierher? Den da, den kann man noch gerade besiegen. Das geht vielleicht noch. Aber alles andere ist grenzt an Lächerlichkeit.
Das ist schon deprimierend und nervtötend zugleich. Oh, hinter mir ist der, ich weiß das. Ich brauche nur ein bisschen Alkohol. Ich versuche jetzt den Fetten mal so zu schaffen, das müsste gehen. So, einmal kannst du ihm eine hauen, das funktioniert. Oder zweimal sogar manchmal. So, das Ding haben wir auch platt gemacht. Aber das war's dann. Weil es unfair wird. Wenn ein Spiel unfair wird, dann kannst du es eigentlich in die Tonne kloppen. Also ich überlege mir das noch, ob ich das überhaupt auf Albtraum spielen werde, weil wenn es jetzt schon so unmöglich ist, dann das kannst du nicht schaffen. Dann ist es unmöglich zu schaffen. Einfach nicht möglich. So, wie komme ich aus dem scheiß Nest hier raus? Es fängt an zu nerven langsam, ehrlich. Ich habe die Schnauze gerade voll. So. Sicher bin ich hier nicht. Der Dicke kann zweimal zuschlagen und dich zweimal betäuben, ohne dass du weglaufen kannst. Wenn das nicht lächerlich ist, dann weiß ich auch nicht. Ich gehe jetzt hier ein bisschen looten. Ja, ich lasse es. Ich habe keinen Bock mehr. Leckt mich am Arsch. Leckt mich einfach am Arsch. Das bringt nichts. Das ist sinnlos. Selbst mit den einfachsten Zombies hat man hier schon genug Stress, also grenzt schon ein bisschen an Lächerlichkeit. Wer hat mich jetzt get... Oh ne, der Fette! Ja, die Dicken, die kannst du nämlich schmeißen. Da laufen die auch zu viele nach, das ist das Problem. Hier sind einfach zu viele, da kann man nicht gemütlich fighten, das bringt nichts. Sinnlos. Kann man vergessen. Da kannst du auch nicht looten, ey, weil... Bringt nichts. Scheiß ich drauf, das ist sinnlos. Da kann man nicht looten, da hat man keine Zeit zum Looten, wenn 10.000 Arschlöcher um dich sind, ey. Das bringt nichts. So, euch vier nehme ich nur mit. Komm her, du Arschgeige. Nicht. Jetzt ist aber genug hier. Hey, ich muss ein bisschen nutzen. Ich brauche so viel Heilmittel, weil die so schwierig sind, dass man hier einfach nicht vorwärts kommt. Und darum muss man hin und wieder so eine Loot-Party hier veranstalten. Und selbst da brauche ich noch Heilmittel ohne Ende. Also, das Game ist so angezogen im Schwierigkeitsgrad. Wahnsinn. So, lockt man ein paar von diesen Affen hier an. Na, komm her. So, können wir schön looten dann, den kopflosen Sack da. Was man vielleicht auch machen sollte, wäre diese Tarnerei. Frage ist halt, ob das sowas bringt. Ich werde es mal probieren. Ich merke es jetzt gleich. Der macht jetzt Bums. Da geht jetzt natürlich die halbe Gegend hin, das ist klar. Das heißt, wir sind weg.
So, komm rauf. Du auch, komm mal. Kannst ruhig kommen. Könnt alle kommen, ist kein Problem. Wir nennen nach einem anderen. Was? Willst du einen Apfel pflücken? Oh! Das ist ein lächerliche. Das ist der Trottel dann, ey. Der da ist es. Ja, ja, du. Ja, wie soll ich jetzt hier. Ach, ich hau ab. Das bringt nichts. Ich hau ab. Das bringt nichts hier. Das bringt nichts. Mit solchen Feinden hat es keinen Sinn und keinen Wert. Da kannst du auch nicht looten. Paar gehen ja, aber wenn es zu viele werden, ist es einfach nicht mehr möglich. Dann wird es schon stressig. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen looten, weil ich brauche ein bisschen Munition. Meine Waffe ist im Arsch. Ich kann jetzt auch nicht reparieren, weil ich die im Arsch hier habe. Keine Zeit zum Reparieren sozusagen. So bin ich hier oben sicher. Ja. So, dann kann ich mein Dings da reparieren. Es ist schon... Nee, jetzt habe ich den falschen repariert. Ach, komm. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.